Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Präsentation im Harley Heaven vom Battle of the King Bike, wo unser Team hier zusammengestellt hat. In rekordverdächtigen 10 Tagen haben wir das Teil aus dem Boden rausgestampft. Und vielleicht schnell etwas zum Wettbewerb selber. Das ist etwas, das Harley Davidson lanciert. Und das wird auf ganz Europa von allen Händlern sind eingeladen, dort mitzumachen. Und es gibt dann jetzt in der Schweiz ab dem Montag die Möglichkeit, online hier ein Voting abzugeben. Ich hoffe, unser Bike gefällt euch natürlich, dass wir eure Stimme dürfen haben. Und nachher gibt es bis am 14. Februar gibt's einen Wettbewerb, wo man dann, wie gesagt, kann online voten. Und nachher noch das Swiss Motto wird dann im Finale der Sieger mal von der Schweiz gekürt. Nach dem Swiss Motto gibt es dann eine Europa-Ausscheidung. Jeder Sieger vom Land gibt es einen separaten Wettbewerb und dann gibt es dann eigentlich den Europa-Champion. Wir haben gewisse Herausforderungen gehabt, die wir müssen einhalten von Harley Davidson. Das war mindestens 50% der Teile Harley Davidson. Wir haben ein Maximalbudget gehabt von 12'000 Franken zum Umbauen. Und wir haben dann auch noch die Auflage gehabt, dass der TÜV strassenkonform sein muss. In unserem Fall bis jetzt auf den Luftfilter, der aber sehr schnell gewechselt ist, natürlich wieder für unsere MFK. Gut, dann möchte ich eigentlich hier nicht mehr zu lange auf Folter spannen. Ich möchte die zwei netten Damen hier bitten, zu enthüllen von unserem Speedmaster, unserem Battlebike vom Harley Heaven. So. Marco. So. Sehr schön. So, vielen Dank. Und ich möchte hier schnell noch, neben dem Team, wo ich schon Danke gesagt habe, schnell die zwei federführenden Mitarbeiter hier noch schnell zu mir bitten. Das wäre der Leo, der Techniker, Vincenzo, der natürlich den TÜV umgebaut hat. Und der Mike, der das Projekt noch begleitet hat, intern. Darf ich euch schnell bitten, kurz ein paar Details über das Bike schnell noch den Zuschauern und den Leuten, die hier sind, natürlich preiszugeben, was wir hier ein bisschen umgebaut haben. Fangen wir mal von vorne nach hinten an. Wir haben die Lenker gewechselt. Alle Leitungen haben wir zusätzlich wechseln. Den Tank mit einer speziellen Lackierung. Der Tank geliftet, damit das ganze elektrische wegfällt von da unten. Die schöne Auspuffanlage, die wir Hand angefertigt haben. Der schöne Luftfilter, der keine Strassenzulassung hat. Und zum Schluss, zum Heck, haben wir das Heck gekürzt und das Schutzblech auch Hand angefertigt. Die Reifen haben wir noch bedruckt auf die Originalreifen auf. Das kann man auch mit jedem Pneu eigentlich sonst machen. Und sieht natürlich relativ cool aus, was man immer dann dort draufschreiben will, sei es der Name von der Freundin oder von der Frau oder wer auch immer, ist alles möglich. Die Tanklackierung haben wir im Prinzip analog zum Helm gemacht, wo es im gleichen Design gibt. Und haben wir im Laden von diesen Flake-Helm mit diesen Speziallackierungen. Die Auspuffanlage, wie halt also gewisse Custom-Bike natürlich so ihre Herausforderungen haben, ist ganz klar. Wenn jemand so ein bisschen, sagen wir unter 1,75 ist, wird es definitiv ein bisschen warm beim Absteigen. Aber das kann man natürlich dann auch anders lösen. Aber wir haben jetzt gefunden, vom Design her, macht es den TÜV noch speziell mit einer Auspuffanlage, die hinten raufgeht. Parallel zum höheren Lenker, den er vorne hat. Hat ein bisschen etwas von einem Chopper. Aber gleich wieder so ein Oldschool-Look mit den dicken Reifen, mit der Beschriftung auf dem Reifen. Und hoffe, dass euch das gefällt, dass wir eure Stimme dürfen, dass wir da wirklich eine coole Kombination haben können machen. Zum Schluss wird man natürlich auch nicht vorenthalten, wie er noch tönt. Eben relativ strassenkonform und sehr anständig. Also es ist eine Screaming Eagle Auspuffanlage, die Endschalldämpfer, die man kann für das Sportster-Modell von Harley Davidson kaufen, legal.
Und darum zeigen wir euch noch ganz kurz, wie natürlich wie er tönt. Oder hören wir noch schnell. Okay. So. Wir werden noch ein paar Einstellungen zeigen von den Details. Man sieht jetzt das natürlich nicht richtig. Wir haben hier Blinker-Rücklicht haben wir unter dem Sattel versteckt, wie die Fender-Struts hinten abgeschnitten worden sind, dass hier eigentlich der ganze Heckträger frei ist und entfernt. Ist auch prüfpflichtig, das DTC notwendig. Und sieht eigentlich wirklich sehr cool aus. So. Danke vielmals. Without me.